Ja. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Hier im Alice Me, my friend and me in the country, zu einer weiteren Folge. Ja, wir waren das letzte Mal beim Bürgermeister, das sind theoretisch immer nur beim Bürgermeister und ich muss sagen, diesen Burrito, den ich im Zug gegessen habe, der hängt mir noch schwer im Magen. Auf jeden Fall geht's weiter. Boah. Herr Haft? Herr Haft, ich glaube, Sie kennen nachdem sein Stuhlgang da das Klo rennen. Ja, erstmal Tür aufmachen hier, Balkon erstmal aufmachen. Alla. Junge. Aber man kann hier nur noch mit Sauerstoffmasken rein. Aber wir haben ja direkt Feuerwehr unten, das heißt, wenn zu schnell, kann ich mir einen holen. So, ihr zwei, hier. Yeah. Ja, dann wünsche ich, dann vielen Dank für die Auskunft, Herr Haft. Ja, und dann. Also, Sie wollen jetzt auch keinen, ganz sicher jetzt keinen Kredit. Nein. Ja, mach's gut. Ich kann Ihnen auch einen kleinen. Tschüss. Machen. Tschüss. Können Sie sich schon mal einen Traktor kaufen und einen Führerschein machen oder so? Tschüss. Tschüss. Schön, dass du. Ja, tschüss. Ist das ein Staubsaugervertreter? Oh Mann, ey, wirklich. So, dann fahren wir jetzt mal in die Stadt rein. Jo. Dann gucken wir. Schauen wir mal, wo ich jetzt bin. Steig noch mal einmal ein und aus. Dankeschön. Ich habe meinen Zwilling schon wieder gesehen. Ah, mein Zwilling, okay. Wie schaut der Zwilling aus? Wie sie, nur noch beschissener. Wow. Alter, wer ist das? Geht's mal. Einmal Marsch. Und links und so und links und so. So, guck mal das wohl. So, wo war denn die Spedition? Dahin. Na, dahin. Da ist Werkstatt. Hier, oder? Hier, aber das sieht doch aus wie die Spedition. Aber hier ist irgendwie keiner, hä? Hier ist irgendwie keiner. Na. Weiß ich nicht. Dann fahren wir woanders hin. Kann ja jetzt sein, dass hier keiner eine Arbeit hat. Weiß nicht, dort hat irgendwie keiner arbeiten da. Was ist hier drüben? Beim Nein, Händler? Da ist der Händler. Hier ist auch alles zu, was ist denn das für eine Kacke? Hast du eigentlich die Nummer noch von dem? Von wem? Von Felix? Von, von diesem Huber. Hä? Das war doch der Spedi-Kollege. Wie heißt denn der? Huber. Also mit Nachname. Vorname weiß ich nicht. Ja, ich gib sie da mal um. Rufst du mal? Ja, gib mir die mal. Da bitte. Jo, warte, ich fahr kurz rechts ran. Dann ruf ich die einmal. Ja, hallo, spreche ich da den Herr Huber? Das ist so korrekt. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Könnte man Sie irgendwo mal treffen? Wir hätten mal ein kleines Gespräch. Oder würden ein kleines Gespräch mit Ihnen aufsuchen? Potenziell ja, aber ich bin gerade in Anführungszeichen unterwegs. Wo könnte man Sie denn am besten gleich treffen? Wissen Sie den einen Hof, den Hühnerhof? Den kennen Sie ja wahrscheinlich. Den, wo Sie Hühnerhof? Wo mit Feuerwehr vorbei. Ach ja, klar, den kennen wir, ja. Da davor, vor der Einfahrt, das sehen wir gerade. Okay, dann fahren wir da mal hin. Ja. Jo, dann bis gleich. Bis gleich. So. Wir müssen zum Hühnerhof. Jo, passt. Warte mal. Kann man hier noch mehr Leute mitnehmen? Weiß nicht. Hey. Lass mal kurz die Experten fragen, ob wir die vielleicht mitnehmen sollen. Ja, machen wir das. Je höher dann der Kredit geht, desto eher kann ich auch entgegenkommen. Das war individuell. Dürfte ich Sie kurz hören? Hä? Soll ich einen mitnehmen von Ihnen? Oder also von mich könnten Sie gerne mitnehmen, aber... Passt hier noch einer drauf? Ja, Platz, nee. Ich glaube nicht hier, also ich,
Ihr Auto. Schade. Ja, ich weiß nicht, wissen Sie, ob der Fahrzeughändler wieder da ist mittlerweile, beziehungsweise der Angestellte halt? Na. Ich glaube schon, doch, ne? Da fährt er doch, oder nicht? Aha, da ist er, also das gibt's ja nicht. Das gibt's ja wohl nicht. Da werde ich jetzt gleich mal erstmal in mein Auto abholen. Wenn ich's denn dann. Ja. Ja. Ja, dann können Sie ja mit dem Herr Haft mitfahren. Herr Zimmermann und Herr Müller. Ja, ja. Ja, dann alles gut, ja, bis dann. Scheiße! Was? Na, hören Sie mal. Ja, haben Sie telefoniert? Ja, ich hab mit Herrn Smith telefoniert. Und? Was sagt? Junge. Ah, nur nebenbei hupen, das klappt noch nicht so. Zu dem einen Hof, weißt du, wo der ist? Na. Und dann haben wir ein Problem. Weil ich weiß es nur noch so grob. Warum fährt die Mose? Wir wollten ja sowieso zu dem Hof noch. Wieso fährt denn der Gurten nur 3,50? Ja, kann ich doch nichts für. Dafür habe ich wenigstens hier ein Dach. Jetzt habe ich deine Gurke da. Aber das ist da vorne ganz interessant aus. Aha. Oha, was ist denn hier? Baustelle. Jo, schaut da noch aus. Dann holen wir erstmal dein Auto. Du musst sie wieder fahren, das sind die illegal. Das ist mir nur egal. Wir müssen auch unbedingt irgendwo mal einen Unterstand finden. Ansonsten fragen wir einfach den Müller, der lässt uns gewiss. Hier ist deine Karre. Ah. Dann fahren wir mal da unten zu der Baustelle hin, weil da unten sollten wir uns treffen mit dem einen. Ja, perfekt. Deswegen fahre ich immer. Das war Schlaglo. Ich glaube es auch. Was laberst du? Ey, nicht so nah. Ey, Alter, du bist so ehrlich. Du bist so lebensmüde. So, dann lass mal hier vorne uns hinstellen. Irgendwo hier so hin. Irgendwo hier an der Seite. Wo wir am besten nicht stören. So. Genau, fahr mir hin. Ehrlich. Du, dir hätte man nichts geben sollen. Ah. Guck mal hier. Ach, Herr Huber! Huber, ja, ist gut. Wunderschön. Ganz kurz. Aber sich wieder. Ja, so sieht man sich wieder. Was ist das denn hier für eine riesen Baustelle? Hier kommt das neue Speditionsgelände hin. Ach so, okay. Mhm. Hörst du das auch? Ist da eine Summen eingebaut oder warum ist das so? Hä? Ich höre doch nichts. Vielleicht ist das der Bagger, den du so hörst, keine Ahnung. Ja, das ist der Bagger. Ja, wir hätten eine kurze Frage an Sie. Und zwar suchen wir aktuell nach Arbeit. Mhm. Ja, und da hatten wir mit dem Bürgermeister gesagt, die Spedition ist ein guter Anlaufpunkt, wo man eine Arbeit suchen kann. Ja, es hat gerade wenig zu tun an sich an der Spedition. So. Weil, ja, hier. Ja, wir sind jetzt gerade selber hier zum tätig und ich weiß jetzt nicht, ob sie sich so im Bau auskennen sind. Ja, weiß ich nicht. Haben sie irgendwas hier hinzufahren oder sonst irgendwas? Ist ja eigentlich noch nicht, ne. Nö, halt wie gesagt, halt mal, wir wollten halt mal nachfragen, wie es aussähe mit der Arbeit. Also ansonsten habe ich eigentlich nichts zu tun an sich. Ja, ansonsten haben Sie ja meine Nummer. Ja, habe ich. Ansonsten könnten Sie sich ja vielleicht nochmal melden, wann denn mehr Arbeit wäre. Ja, kann ich machen. Ja, okay. Was? Ja, aber.
Was für ein Hubschrauber? Hier ist doch kein Hubschrauber. Doch, da hinten. Wo? Oh. Da ist kein Hubschrauber. Hast du schon wieder deine Pillen genommen? Schreib's doch mal gerne in die Kommentare, wo ist der Kollege da wieder für ist. Also wie gesagt, Herr Huber, melden Sie sich schon einfach nochmal, okay? Jo, würde ich machen. Ja, dann vielen Dank für die Auskunft. Jo, danke. Kein Problem. Jo. Meine Herren, ey, niemand hat hier irgendwas. Ich glaube, das ist ja nur Let's Fall zu Norwegen. Ja, dann fahren wir nochmal in die Stadt. Wart auf mich. Dann fahren wir nochmal in der Stadt, gucken nochmal da, wo arbeitet. Sonst fragen wir einfach die neuen Bauern hier. Die haben da gewiss auch irgendwas zu tun. Ach so, wir müssen doch eigentlich mal die Fahrzeuge noch ummelden. Ja, das bin ich noch im Ahnung. Meine Herren, die Musik hier, die regt mich auf. Ja, Junge, du fährst innerhalb uns, musst du 50 fahren, du. Boah, je. Ja, ich merk's. Also, Leute, hier läuft ja nur Kacke im Radio. Also, wie viel... Hier können wir doch mal hinfahren. Hier kann man nämlich auch, glaube ich, ummelden. Ja, aber man fährt bis vorne hin und nicht mitten auf dem Weg bleibt man stehen. Jo, jo. Schon wieder hier, guten Morgen. Grüß Gott. Ja, irgendwie sind wir heute nur am Fahren. Wir haben viel. Ach, Herr Seidebacher. Ja, Ach, Tag. Kurze Frage an euch zwei. Ja? Habt ihr Arbeit für uns? Wir sind uns gerade ein Auto mieten. Ich will dem Herrn Zimmermann mal die Höfe hier mal zeigen. Ja, wollen Sie mitfahren? Ja, wo ist denn das Auto? Hier, vor Ihnen. Kannst du mich mal ganz kurz zum Händler fahren? Hier. Und zum Auslieferer. Da hab ich gerade das Mietauto. So. Ich hol ganz kurz das Auto und dann bin ich direkt wieder da. 2 Minuten. Jo. Okay, tschüss. Also, Herr Seidebacher. Ja. Wo sind Sie denn? Hier bin ich. Ach da. Hier, das Auto, das haben wir gemietet für 250.000 auf einen Tag. Was? Was? 250 Euro oder so hier. Ja. Also 250.000. 250.000, da kann man. Nein, 250.000. 250. Ich hab mich. 250. Also, Julian, warten Sie mal. Der hier XX999XX, das war, den Wagen hatte ich eigentlich. Ich weiß jetzt nicht. Haben die jetzt sein Auto bekommen oder was? Also, Julian. Ich muss alle mal wissen. Die haben wir gerade so vermietet bekommen, ne? Ja. Also da nützt ihr wohl noch ein bisschen Maden nervt. Das ist ein Neuwagen, den habe ich gekauft. Der wurde jetzt einfach weiter vermietet. Schönen Dank. Deswegen dauert die Auslieferung auch so lange, wenn er hier noch an Jan und Klaus vermietet. Herr Müller, wir fahren los, oder? Nein, ich fahre. Dominik Vogel, ich fahr bitte. Sie, das Auto kommt doch jetzt gerade, haben Sie es nicht gehört? Das ist gewiss in euer Mietauto. Das ist für dich halt nicht die Mieter. Das ist doch mein Wagen. Herr Zimmermann, Sie können sich echt nochmal aussetzen. Das Auto kommt gleich. Wir müssen erstmal warten, ja. Wir müssen erstmal zahlen. So, ja, 250.000 kostet das. Wo ist der hier, Smith? Das war mein alter Porsche. Hier. Oh weh, oh weh. Wunderschön, wunderschön. Au. Das ist mal ein standesgemäßer Wagen. Das Auto miete ich denn? Das könnt ihr vergessen. So, Herr Smith. So, Herr Müller, da ist Ihr Mietauto. Wollt ihr mich auf den wunderschön, Arm nehmen? Wunderschön, wunderschön. Nee, die Farbe ist Sonderlackierung, deswegen kostet er auch 250.000 zu mieten. Ist es eine Sonderlackierung? Der ist doch wunderschön, der Wagen. Ich weiß nicht, was ihr habt. Ja, ist eine Limited Edition. Edition ist das. Komm.
Ja, sau. Ich rede nicht so hoch. Ich würde 3,5 geben, gell? Ja, also ich will hier sehr verbunden. Ich kann ihm leider kein Geld überweisen. Ich will erfahren lassen, weil sonst. Ich muss hier. Ja, machen wir dann am Ende, je nachdem, wie lange denn so den haben. Ja, Herr Huber, Herr Haft, sag ich. Herr Haft? Ja. Ja, was ist denn jetzt? Wollten die jetzt einen Hof holen oder nicht? Nein. Zwei. Ja, doch, wollten sie. Oh. Ja, also. Oh, perfekt. Danke. Dann viel Spaß. So, bitte. Dankeschön. So, mal rein in die Karre, oder? Jetzt sind wir mal, dann steigen Sie bitte mal aus. Nee, heute fahr ich jetzt hier. Premiere, ja, okay, gut, war das kein Unfall. So, dann rückwärts, ja, rückwärts. Ja, pass auf, rückwärts und direkt da in die Wand rein. Oh, ist das. Sind Sie sicher, dass das richtig ist, dass wir die fahren lassen? So, ab. Ja, ich bin unsicher. Tschüss. 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 Ist das dumm. Ja, so, vorwärts. So, dann geht's auch ab hier. Sie müssen mich mal manövrieren, ich kenne mich hier noch kaum aus. Ja, warte, ich zeige Ihnen. So, zu welchem Hof wollen Sie denn? Parzelle 13, das wissen Sie doch. Aber kein. Aber wie die Folge weitergeht und was die zwei Herr Kollegen da mit dem männlichen Auto vor sich haben, das seht ihr in der nächsten Folge. Dann schreibt's gerne einen netten Kommentar, schaut zur nächsten Folge wieder vorbei. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.